Jedenfalls, Jules hat wieder ein Video gemacht, ja. Und das Ding ist, ich habe es zum Teil gesehen. Ich habe es auf Twitter schon beworben mit den Worten, wahrscheinlich sein bestes Video. Und dahinter stehe ich auch, weil ich habe die ersten, habe ich die erste Hälfte geguckt irgendwie. Ich bin durch die erste Hälfte ein bisschen durchgeskippt und habe dann hinten noch ein paar Szenen gesehen und sowas. Aber ich wollte mir extra einiges noch aufheben. Aber auf jeden Fall habe ich ein bisschen was gesehen, gerade aus den ersten Minuten, ja. Möchte ich ganz klar erklären, nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, ich verarsche irgendwie, ich fälsche meine Reactions oder sowas, aber ich habe schon wieder alles vergessen, ehrlich gesagt. Also, ich werde trotzdem auf jeden Joke wahrscheinlich nochmal neu drauf reagieren. Und es ist mir halt wichtig, dass ich immer noch, ich würde auch drauf reacten, selbst wenn ich schon komplett gesehen hätte, weil die Videos einfach Gold sind, okay? Knapp 100.000 Likes, da habe ich noch neuer Rekord, ne? Der 100.000 Likes, WTF. Nach neun Tagen, das ist geisteskrank. So, auf den Spuren der antiken Memes. Ich bin heiß drauf, let's go. 22 Minuten ist ja doch ein Blockbuster einfach. Irgendwann gab es einmal einen ganz großen Knall. Durch diesen Knall gab es ganz viele coole neue Planeten. Ich überlege gerade wieder aus Editor-Sicht schon wieder, wie macht man diesen Kugeleffekt, dass es einfach aussieht, als ob da so ein Gesicht drauf ist. Sieht voll geil aus einfach. Auf diesen Planeten sind irgendwann Dinos entstanden und dann kamen wir. Erst waren wir so coole Fische, dann waren wir Affen und dann wurden wir zu Menschen. Ich fühle mich richtig angesprochen, wenn er sagt wir. Dann haben wir angefangen, gegen Bäume zu hauen. Dann haben wir angefangen, Objekte aneinander zu hauen und hatten Werkzeuge. Unga Bunga. Dann gab es plötzlich so coole Zivilisationen. Wir haben ganz hohe Dreiecke gebaut und ganz viele andere Gebäude. Dann waren wir auf einmal so Typen mit Eisen als Kleidung, die miteinander kämpften. Zeit, sich die nächsten 1000 Jahre zu verprügeln und dabei dann immer... Die nächsten 1000 Jahre einfach. ...immer lustigere Kostüme anzuziehen. Oh Mann, das Auto wurde erfunden. Und ganz schön viel neuer Fortschritt. Und Despacito, spiel bitte Alexa für mich. Okay, und es... Wo Zusammenhang zu irgendwas einfach, egal. Fortschritt. Und Despacito, spiel bitte Alexa für mich. Ach, auch das hier, das Wasser, warum? Also, warum ist der Wasserhahn an? Das ist so, so unnötig, aber nice halt. Einfach nice. Okay. Despacito, spiel Alexa für mich. Und es kann sein, dass in all diesen Jahren in der Geschichte der Menschheit es ein paar Momente dazwischen gab, die auch dokumentiert wurden, an denen jedoch nicht alles ganz so normal gelaufen ist, wie man meinen könnte. Wow, heute geht es tatsächlich mal um echte Geschichte. Ich kann es kaum glauben. Ich hätte jetzt, also nach dem Intro hätte ich jetzt tatsächlich bisher gedacht, es geht um, übernatürliche Sichtungen, um UFOs und so eine Scheiße. So klingt es bisher so ein bisschen. Auch wegen dem Siren Head gerade, den man gesehen hat. Wir schreiben 1941. Die polnische Armee befindet sich mitten im Krieg und marschiert durch die iranischen Gebiete. Der Alltag ist kalt und düster. Ich glaube, bis hierhin habe ich es noch geguckt. Ja, safe, safe. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, was es geht, ehrlich gesagt. Ich bin voll echt Gedächtnis einer Schmeißfliege im Ernst jetzt. Ja, und die Streitmacht fürchtet sich vor den kommenden Gefahren des Krieges. Und doch unter den polnischen Soldaten befindet sich ein ausgewachsener syrischer Braunbär. Ah, ja. Der Bär namens Wojtek war ein offizieller Teil der polnischen Armee, hatte eine Dienstnummer und... Hier, die Story ist echt, ne? Das ist wirklich echt, aber ich kann es nicht glauben. Also Retalk, also mindestens mal 60% der Details, die jetzt aufgegriffen werden oder der einzelnen Unterpunkte dieses Events einfach, kann ich nicht glauben, wirklich jetzt mal. Unterstützt im Krieg, die Nazis zu bekämpfen. Er half den Soldaten dabei, die zu schweren Munitionskisten zu transportieren. Nein, ein Bär kann keine Munitionskisten tragen. Erzähl mir doch nichts. Das kann doch nicht echt sein. Oder Bomben in die Schützen. Guck mal, das Bild ist echt. Das ist 41. Das ist 1941. Konntest es nicht damals so. Also heute könnte man es photoshoppen, okay. Aber das scheint echt zu sein. Das kann nicht echt sein, Bruder. Graben zu bringen. Er hat regelmäßige Ringkämpfe mit den polnischen Soldaten veranstaltet. Das kann nicht echt wirklich jetzt mal. Er war berüchtigt dafür, Zigarren zu essen und Bier zu trinken. Wojtek gelang es. Wie ein echter Mann. Ein Mensch, echter Mann raucht keine Zigarren, er isst sie. Das ist halt echt, Bruder, das kann nicht echt sein. Wieso ist das nicht das größte Phänomen? Das ist doch das achte Weltwunder jetzt mal wirklich. Um einen arabischen Spion zu stellen und wurde dadurch... Das ist doch viel, viel absurder als der Emo-Krieg, jetzt mal ohne Spaß. ...zum höherstufigen Rang Corporal befördert. Hey, wer hat einen höheren Rang als ich? Er schlief im... als ich! ...zählt mit den anderen Soldaten, trug sehr gerne Mützen und fuhr regelmäßig im Auto bei... Guck das mal an. Wie so ein Mensch einfach. Wie ein Mensch in einem Bärenkostüm. Einsetzen mit. Der Bär wurde zu einer so großen Legende in der polnischen Geschichte, dass für ihn ganze Denkmäler errichtet worden sind. Echte Aufnahme, okay. West Virginia. Ritter hatten ja coole Schwerter und so. Aber Ritter hielten es auch damals für eine super lustige... Oh, Anspielung ans letzte Video, an das Speedrun-Video. ...Idee, den Griff ihres Schwertes zu nehmen und einfach auf Gegner zu werfen. Waffen waren generell ein bisschen experimenteller damals. Die Vespa 150 Tab, mit der man Menschen hinterherfahren konnte und dann, naja.
Das sieht einfach nach dem normalsten TOTK-Gefährt aus, wirklich jetzt mal. Die griechische Version eines Flammenwerfers, befestigt vorne an einem Schiff. Oder der berühmte Krummlauf, eine starke... Krummlauf kenne ich aber. Krummlauf kenne ich tatsächlich. Und es geht wirklich. Man kann damit wirklich um die Ecke schießen. Also man, also so nicht um die Ecke, so ich glaube nicht jetzt 90-Grad-Winkel, so, aber man kann gecurved schießen. Tatsächlich geht es. Aber ich glaube, das wird geschrotet. Ich glaube, die Patrone wird dabei geschrotet, weil die halt abprallt. Kanone, die die geht. That's just wrong. Oder im Opium. Aber es geht wirklich. Es geht, man kann damit wirklich schießen. Im Krieg des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, es war dafür echt gemacht, dass man quasi um die Ecke schießen konnte. Dass man quasi selbst in Deckung ist, aber halt irgendwie total weird einfach. Als die Chinesen an Feuerwerksraketen befestigte Affen auf britische Schiffe feuerten. Das ist so grausam. Also es ist wirklich einfach hardcore grausam. Digga, du kannst doch keine Affen an Raketen zünden. Junge, das ist Tierquälerei at its best. Digga, was zum Fick? Um Chaos zu stiften. Im 15. Jahrhundert gab es regelmäßig ein Event namens Tanzplage, bei dem Leute so lange tanzten, bis sie aus Erschöpfung zusammenbrachen und dann irgendwann einfach starben. Jung? Ja, lässt sich leider nicht verhindern, hä? Wir brauchen eine Zeitmaschine. Angeblich wurden die Leute high durch einen Pilz, der im Korn gewachsen ist und dann in Form von Brot gegessen wurde. Liechtenstein zog mal mit einer 80-Mann-Armee, also so circa 60% der Bevölkerung, in den Krieg und kam ohne irgendwen angegriffen zu haben mit 81... Gibt's irgendwelche anderen Witze über Liechtenstein, außer dass es halt das kleinste Land der Welt ist? Ist es überhaupt das kleinste Land der Welt? Egal. Prozent der Bevölkerung in den Krieg und kam ohne irgendwen angegriffen zu haben mit 81 Leuten, also einem Mann mehr, wieder zurück. Okay, Leute. Wer ist der Imposter? Also einer von euch hat sich dazu gemogelt. Wer ist das? Der 81. Mann war wohl ein Österreicher, der sich der Truppe anschließen wollte. Oder das beliebte Katzenpiano, was einfach nur daraus bestand. Oh ja, oh mein Gott, das weiß ich auch noch. Also, soweit habe ich das Video, wie gesagt, schon geguckt. Da erinnere ich mich gerade dran, Alter. Das ist auch so abartig. Dass man mit dem Drücken der Tasten einen Stachel in die Katzenschwänze rammte, die durch das Aufschreien dann unterschiedliche Töne von sich gaben. Oh, und wie kommt man auf die Idee? Wie kommt man darauf? Was ein wunderbarer Tag in Boston 1919. Was? Allein schon, also ich frage mich echt, wie Jules auf die Idee gekommen ist, so ein Video zu machen, weil er ist ja wirklich keine Struktur einfach dabei. Er hat erst über den Krieg berichtet, der Bärenkrieg, der war fucking wild, oder der Krieg mit diesem, die russische Armee mit dem Bären einfach, oder was, die polnische, ich weiß gar nicht mehr. Dann lauter andere Dinge, dann einfach das fucking Katzenpiano, dann irgendwie die Tanzplage so. Der ist ja gar kein roter Faden, das ist einfach nur irgendwas aus der Geschichte, was, einfach witzige Dinge aus der Geschichte. Oder absurde Dinge. Was rieche ich denn da? Etwa Zuckersirup? Wie bitte? Eine riesige, 7 Meter hohe Zuckersirupflut fließt durch die Stadt und tötet 21 Menschen dabei und lässt die Hälfte von Boston in Trümmern zurück, nachdem ein Tank mit 9 Millionen Litern Zuckersirup einfach explodiert ist. 9 Millionen Liter, das sind 9000 Tonnen, oder? Das müssen 9000 Tonnen sein, ja, logischerweise. Digga, WTF. Ich glaube, in Sirup schwimmen ist auch richtig nervig, ne? Wenn du so in Sirup schwimmen würdest, Alter, das ist richtig... Wissen wie so Treibsand wahrscheinlich. Ah ja, die große Zuckersirupflut von 1919. Wer kennt sie nicht? Sowieso sind Leute auch damals wegen den verrücktesten Dingen gestorben. Ein Mann namens Henry Ziegland wurde mal fast erschossen, als eine Patrone knapp an seinem Kopf vorbei in einen naheliegenden Baum flog. Ein paar Jahre später versuchte er dann, den Baum mit einer Axt zu fällen, was allerdings mit seiner Axt nicht funktionierte. Und so nahm er Dynamit, um den Baum in die Luft zu sprengen. Ja, das kenn ich. Bei der Explosion ist die Patrone mit voller Geschwindigkeit in sein Gesicht geflogen und er ist sofort gestorben. 20 Jahre, nachdem die Patrone abgefeuert wurde. Der Schneider Franz Reich... Das kennt man aber. Das habe ich schon öfter gehört. Also das ist tatsächlich auch echt die Story. Ich frage mich nur, wie das rausgefunden wurde. Also woher weiß man denn, dass die Patrone in dem Baum drin war? Und dass es vor allem auch genau die war, die ihn dann im Nachhinein getötet hat. Kann man das wirklich irgendwie nachvollziehen? Weil das wirkt ein bisschen so sus, keine Ahnung. Vor allem, das war 1913. Da gab es nicht so DNA-Spuren und so eine Scheiße wie heute. Deswegen wundert mich ein bisschen, wie das genau nachvollzogen werden konnte. Vielleicht ist es auch nicht so ganz richtig, aber an sich ist die Story geisteskrank. Der Schneider Franz Reichelt dachte, er hätte den Fallschirm erfunden und wollte ihn austesten, indem er selber damit vom Eiffelturm springt. Das hier war der Fallschirm. Physik. Physik. Es gibt vom Sprung auch tatsächlich Footage, doch den Aufprall erspare ich euch lieber. Es gibt echt Video davon. Aua. Boah, das ist auch echt eklig. So, ne? So, kennt ihr solche Videos, wo Leute einfach so sterben? So, zum Beispiel auf sowas, auf so eine Art? Oder diese Stromschläge, das ist echt nicht cool. Früher war das einfach so ein Ding, dass man sich sowas irgendwie einfach in WhatsApp-Gruppen, einfach so abgefuckte WhatsApp-Gruppen sowas rumgeschickt hat. So abgefuckte Videos, was soll das? Was soll sowas? Das ist nicht witzig. Also, ich bin nicht mal so alm, ich hab nicht so einen Stock im Arsch, so, was macht man keine Witze? Es ist einfach nichts Witziges dran, es ist einfach abartig. Ein Typ namens Walter Summerford. Gibt's übrigens super viel auf Instagram, bis heute. Es wird einfach auf Instagram teilweise nicht gesperrt, solche Videos, wie Leute sterben. Legit, es ist abgefuckt. War ich euch lieber.
Ein Typ namens Walter. Diese Synchro, Digga. Jules in seinem Zimmer einfach. Boom, boom. Summerford wurde in seinem Leben dreimal vom Blitz getroffen und gelähmt. Und als er dann schließlich 1932 in Frieden sterben konnte, wurde nach seinem Tod nochmal der Grabstein von einem Blitz getroffen. Ehrenlos, Gott. Das ist ziemlich ehrenlos, wenn du mich fragst. Aber gab es nicht sogar einen Dude, der irgendwie, boah, wie oft? So 18 Mal vom Blitz getroffen wurde oder so? Es gibt so einen, der absurd oft vom Blitz getroffen wurde, wo du dich echt fragst, so macht er das mit Absicht? Geht er echt so mit lauter Metallgegenständen einfach so auf ein großes Feld und wedelt einfach so um sich? Und keine Ahnung, klettert auf Bäume hoch? So, ich weiß es nicht. Gehen wir noch ein paar Jahre zurück. 390 vor Christus. Es gibt so Typen namens Gaia. Die Barbaren, Alter. Und es gibt Römer. Die Gallier, ganz schön wütend, wollen Rom einnehmen, haben aber keine Chance, die Stadt bei Tag zu stürmen. Also schlagen sie nachts der Mond, Digga. Zu und versuchen bei Dunkelheit heimlich über eine Mauer in die Stadt zu klettern, während alle anderen am Schlafen waren. So sah das ungefähr. Geilstes Meme bringt dieser Soundeffekt. Ja, in echt aus. Und oben auf der Mauer stehen ein paar Gänse, sehen das und machen genau das, was Gänse halt eben so machen. Gefühlt ganz Rom wacht plötzlich durch das Quaken der Gänse auf und die Soldaten konnten... Allein, ganz kurz, wir müssen mal über diesen Edit reden, okay? Gefühlt... Man appreciated das so gar nicht einfach, aber... Also nicht nur, dass halt überall immer so Videospiel-Dinge reingebracht werden, wie halt, dass halt so dieses fucking Schwert hier einfach liegt, sondern einfach generell, das ist ja dieses Meme, wo Huel aus Breaking Bad, ist das, ne, aus Breaking Bad ist die Szene, auf diesem Geldberg liegt. Und er editet jetzt einfach, dass es ein Heu, also so ein Strohbett einfach ist und gibt ihm diese Rüstung drüber. Es ist doch so geil, es ist doch so geil einfach. Dann auch hier ein bisschen mit Schlagschatten gearbeitet. Das sieht nicht perfekt natürlich aus, ne? Aber es ist halt so diese ganze kleine Arbeit, die da reingesteckt wurde. Man hätte auch einfach das Original-Meme nehmen können. Was wäre trotzdem, man hätte trotzdem gecheckt, was gemeint war. Aber er hat es einfach genau der Szene angepasst. Das ist so genial. Und das ist halt eine von 100.000 Szenen in diesem Video. Und andauernd macht er das. Das ist so krank. Gefühlt ganz Rom wacht plötzlich durch das... Also er füllt mich so. Also nicht nur, ich finde es nicht nur geil, dass die Videos, dass es solche Videos gibt. Weil sowas hat es schon... immer gegeben, auch nicht unbedingt in der Form jetzt so, aber so, es gibt schon immer oder sehr, sehr lange auf jeden Fall Creator, die halt geisteskrank viel Arbeit in so einzelne Szenen stecken und sowas. So, und ich will das jetzt gar nicht mit dem Shit vergleichen, den ich gemacht habe, so, ja. Bockblin auch teilweise schon so, auf Bockblin habe ich das auch so ein bisschen gemacht, aber nicht so, bei weitem nicht so. Und es gibt, wie gesagt, schon einige Kanäle, so Affe mit Waffe ist zum Beispiel auch so einer, ja. Der macht auch so YouTube-Kacke, so ein bisschen auf die Art, aber halt viel zu professionell editiert, dass es einfach viel zu echt alles aussieht, ja. Und da steckt viel zu viel Arbeit in so kleine Details rein. Nur das Problem ist, dass diese Leute meistens eben keinen Erfolg damit haben, so, dass sie einfach voll underground sind und du denkst dir immer, wenn du die Videos siehst, warum ist das so underrated? Und mich macht das so glücklich, dass es endlich mal jemanden gibt, der mit so krankem Edit auch die Anerkennung bekommt, die er verdient. Das freut mich einfach richtig. Durch das Quaken der Gänse auf und die Soldaten konnten somit verhindern, dass Rom von den Galliern eingenommen wurde. Und weil die Römer halt Römer waren, bauten sie daraufhin einen riesigen... Das war übrigens der Trinkensound, den ich auch immer im Stream hab, ne? ...von den Galliern eingenommen wurde. Und weil die Römer halt Römer waren, bauten sie daraufhin einen riesigen Tempel für die Gänse, in dem die Tiere für den Rest ihres Lebens wie Götter behandelt wurden. Weil sie das gemacht haben, was sie von Natur aus einfach machen. Ja, danke, okay. Weil sie das machen, was sie von Natur aus halt machen, natürlich. Ganz schön cool, nicht wahr? Und weil die Hunde in dieser Nacht keinen Alarm geschlagen haben, haben die Römer seit diesem Tag jahrzehntelang jedes Jahr aufs Neue ein Fest veranstaltet, bei dem Hunde als Bestrafung abgeschlachtet wurden, während die Gänse an der Seite auf lilanen und goldenen Kissen sitzen mussten und zusahen, wie zahlreiche Hunde in einem großen Feuer verbrannt wurden. Auch Hühner. Junge, vielleicht haben die Hunde einfach keinen Alarm geschlagen, weil die Römer noch nicht nah genug dran, nicht, nicht Römer, weil die Gallier vielleicht noch nicht nah genug dran waren, so, vielleicht haben die Hunde es einfach noch nicht mitgekriegt. Das ist doch ehrenlos, Digga. Was, ach Mann, das ist doch so, ich hasse sowas, ne? Ich hasse so eine, das ist ja, ach keine Ahnung, das ist so eine Logik einfach, ich hasse sowas. Und da haben sich Menschen auch nicht groß verändert, so. Natürlich werden heute nicht mehr Hunde verbrannt und so eine Scheiße, aber trotzdem haben sich Menschen bei sowas teilweise nicht verändert. Das ist so, so sad einfach, weil wegen so einem Fall denken die dann einfach, okay, die Hunde sind einfach prinzipiell böse oder die wollten uns nicht Alarm schlagen, deswegen müssen wir jetzt alle Hunde töten, auch Generationen später noch so oder Jahre später, obwohl es nicht mehr die gleichen Hunde sind, einfach so. Wo ist die Logik? Ich hasse sowas. Da waren heilig zu der Zeit. Die Römer benutzten mehrmals den Rat von Hühnern, um militärische Angriffe zu planen. Wenn Hühner das Futter aßen, war das ein gutes Omen für einen Feldzug und wenn nicht, wurde der militärische Angriff wieder abgeblasen. Wow, Leute, das heilige Huhn hat gesprochen. Lasst uns all unsere Soldaten in den Tod stürzen. Ja. Yeah. Schnell, tötet ihren Kriegsstrategen. Und doch auch. Das habe ich übrigens nicht mehr gesehen. Ab hier kenne ich es nicht mehr. Oder ab hier bin ich, glaube ich, durchgeskippt und habe so einzelne Szenen gesehen. Auch zahlreiche Heldenstories von Menschen finden ihren Platz in den Sagen der merkwürdigen Geschichten.
Es gab mal einen berüchtigten Mann namens Mad Jack Churchill. Er kämpfte als britischer Soldat im Zweiten Weltkrieg. Die Schusswaffen im Krieg waren sehr, sehr tödlich. Ein falscher Schritt an der Front und man war sofort tot. Bei der Landung in der Normandie sprangen die schwer bewaffneten Soldaten aus ihren Booten und in erster Reihe Mad Jack Churchill mit einem fucking Breitschwert aus dem Mittelalter. Er war dafür bekannt, im kompletten Zweiten Weltkrieg mit einem Breitschwert zu kämpfen und Gegner mit Pfeil und Bogen zu... Digga, was für ein riesiger Bogen ist das bitte? ...zu erschießen. Stell dir vor, du bist ein Soldat an der Front und hast eh schon Angst um dein Leben. Mama. Und plötzlich rennt da ein schreiender, 2 Meter großer Soldat mit Schwert auf dich zu. Er war außerdem bekannt dafür, vor dem Kampf ganz laut Dudelsack zu spielen, den Soldaten Mut zu machen, so als wäre das... Warum denn? Oh, Junge, ist das wild. Das ist ein fucking Plus... Hello Kitty-Schuh, Junge. Ja, andauert. ...den Stärke-Buff aus einem Videospiel. Und jetzt nach Feuerresistenz. Vielleicht hat er auch einfach nur Age of War gespielt und vergessen, auf die nächste Entwicklungsstufe abzugraden. Aber ein Soldat, der hunderte Nazis mit einem Schwert abschlachtet, schien vielleicht dann doch... Aber Patrick Bateman ist bei mir mal vorbei. Ich bin so ein scheiß American Psycho-Fanatiker, das ist der Wahnsinn. Was aufzufallen. Oder im Jahr 1066, als die Engländer die Wikinger verfolgten. Die Flucht ging schon ein paar Tage und die englische Armee rückte immer mehr auf. Da entschloss sich ein einziger Wikinger dazu umzudrehen, sich auf die Brücke zu stellen und 15.000 Soldaten den Weg zu versperren. Ein einziger Wikinger. Los, Leute, was steht? Also, es ist halt auch ein Wikinger, ne? Also, Wikinger sind einfach ein anderes Kaliber so. Greift ihn an! Nein, ehrlich, ich hätte das Gespräch sehr gerne gehört. Bro, bist du dumm? Wir sind 15.000 Mann, du wirst sterben. Ganze 40 Soldaten schaffte er mehrere Stunden lang mit in den Tod zu reißen, bevor ihn jemand unter der Brücke aus seinem Fass heraus in die Eier stach. Der sogenannte Berserker von Stamford Bridge ging in die Heldengeschichten ein und... Alter, WTF, 40, Junge! Einer gegen 40. Das ist, ich sag ja, Wikinger ist einfach build different. Wirklich jetzt mal. Die sind geisteskrank. Es ist auch, keine Ahnung. Ich habe auch so die Strongman von heute. So ein Eddie Hall und sowas. Kennt ihr die? Also wirklich so die Leute, die so eine Tonne gefühlt bewegen können einfach. So einfach so, also Powerlifter, Strongman und sowas. Ich glaube, die haben irgendwie so ein bisschen, Wikinger im Blut einfach. Die sind einfach so ein bisschen low-key einfach Wikinger. Es ist wirklich so. Ich sehe da irgendeinen Zusammenhang einfach. Wikinger sind einfach anders. Zahlreiche Barden komponierten Lieder über dieses Ereignis. Und eine Person war ein Held. Mann, woher diese Szenen, Junge? Zahlreiche Barden. Also auch das alleine schon wieder. Ich kann es bei jeder Szene eigentlich sagen. Woher kommt das bitte? Komponierten Lieder über die... Aber immer das halt. Das ist einfach... Dieses Ereignis. Und ein... Woher? Eine Person war ein Held in einer sehr besonderen Weise. Wir schreiben das Jahr 340 vor Christus im antiken Griechenland. Ich finde auch gut, dass er nicht chronologisch vorgeht. Das ist einfach immer so durcheinander gewürfelt. Das passt wirklich ganz gut eigentlich. Die Stadt ist voller schlauer Philosophen, gebildeten Mathematikern und randvoll mit Leuten, die jede 3 Sekunden irgendetwas Neues erfinden. Einer dieser... Einer dieser Philosophen im antiken Griechenland war ein Mann namens Diogenes. Er lief regelmäßig bei helllichtem Tageslicht... Ihr seid so predictable, wirklich jetzt mal. Ihr seid so predictable, aber ich find's großartig. Ah, ich lieb's doch. Er lief regelmäßig bei helllichtem Tageslicht mit einer Lampe in der Hand über den Marktplatz. Und da man ihn fragte, warum er bei Sonnenschein eine Lampe tragen würde, sagte er, ich suche nach einem ehrlichen Mann. Und ging weiter. Er lebte in einem XXL-Keramiktopf mitten auf der Straße. Ey, der Soundeffekt passt perfekt dazu, von wegen so, das kennen wir doch irgendwoher. War bekannt dafür, von zahlreichen Hunden begleitet zu werden und regelmäßig in die Lehrstunden von Plato, einer der größten Philosophen der Menschheit, zu gehen und den Unterricht mit lautem Essen und Verzehren von Speisen zu stören, einfach weil er es lustig fand. Als er eines Tages mal einen Bogenschützen beim Üben sah und merkte, dass er wirklich keinen einzigen Pfeil traf, saß er sich daneben und sagte zu ihm, danke, das hier ist der sicherste Ort der Welt. Außerdem war er bekannt dafür, Leute, die ihn in irgendeiner Weise belästigten, einfach so mitten in der Stadt anzupinkeln.
Einfach nur ein Internet-Troll. Ein Internet-Troll, aber vor Christus. Und als die Stadt Korinth mal von einer Armee angegriffen wurde, fingen alle anderen Menschen in der Stadt an, panisch umherzuschreien und ziellos durch die Gegend zu laufen. Als Diogenes das sah, nahm er ein Fass in die Hände und rollte es mehrmals einen naheliegenden Hügel hoch und danach einfach wieder runter. Und als Leute ihn fragten, was er denn da machen würde, sagte er, ich versuche nur so nützlich zu sein, wie alle anderen hier. Seine Todesursache... Dieses Sozialkritische einfach, ja? Dieses Sozialkritische. In den Momenten, in denen es um dein Leben geht. Angemessen. Sache ist etwas umstrittener. Die meisten Quellen sagen jedoch, er hätte die Luft angehalten, weil er keine Lust mehr hatte zu leben. Das kannst du gerne erzählen. Wird man eigentlich wirklich blau, wenn man erstickt so? Wird man nicht rot? Läuft das ganze Blut nicht in den Kopf so, weil man die Luft anhält? Ach, keine Ahnung. Sagt er, ich versuche nur so nützlich zu sein, wie alle anderen hier. Seine Todesursache ist etwas umstrittener. Die meisten Quellen sagen jedoch, er hätte die Luft angehalten, weil er keine... Kann man sich selbst ersticken so? Also da musst du schon sehr einen starken Willen haben auf jeden Fall. Da musst du dich schon sehr umbringen wollen. Eine Lust mehr hatte zu leben, auch wenn man darüber streiten kann, ob das überhaupt geht. Oder eben, wollte gerade sagen, ne? Er hat einen rohen Oktopus gegessen und ist somit an einer Vergiftung gestorben. Wir sehen also, antikes Shitposten war schon immer ein Ding. Als 79 nach Christus, der wir... Antikes Shitposten, Alter. Vesuv in Pompeji explodierte, wurde die komplette Stadt mit ganz schön viel Asche überschüttet. Fuck, welcher Soundtrack ist das? Wüstenland? Doch, das Wüstenland, Mario Odyssey. Oh mein Gott, ja klar, Digga. Ich dachte gerade irgendwie direkt an irgendwie Lava oder... Aber Schlemmerland war es nicht, das habe ich gerade im Kopf, das Theme dazu. Bowsersland ist es auch nicht. Ja, es ist Wüstenland, alles gut. Die Asche überschüttet und alle Menschen starben, eingehüllt mit der Asche vom tödlichen Vulkan. Das Ganze hat ein paar gute Memes hervorgebracht. Hear me out. Nein! Zum Beispiel der Mann, der in seinen letzten Sekunden anfing zu masturbieren. Und der Typ. Junge, imagine aber, du bist so eingeäschert und dann, ach ja, keine Ahnung. Überschüttet und alle Menschen starben, eingehüllt mit der Asche vom tödlichen Vulkan. Was bleibt des Asche? Asche, Asche, Asche! Das Ganze hat ein paar gute Memes hervorgebracht, wie zum Beispiel der Mann, der in seinen letzten Sekunden anfing zu masturbieren. Und der Typ, der... Das finde ich auch so großartig, das ist wieder so ein kleines Detail einfach, auf was ich mal kurz eingehen muss, ne? Was ich wieder so großartig an Jules Videos finde, ist, dass er sagt, das bringt großartige Memes hervor und dann zum Beispiel, und dann nennt er was anderes als das, was er gerade eingeblendet hat. Das heißt, man kriegt auditiv was anderes geboten, beziehungsweise dann kriegt man es auch noch, aber, das ist so... Pass auf, was ich meine, okay? Und alle Menschen starben, eingehüllt mit der Asche vom tödlichen Vulkan. Das Ganze hat ein paar gute Memes... Guck mal hier. Das habe ich jetzt erst gesehen, dass es einfach ein Schwanz sein soll anscheinend, okay? Ein paar gute Memes hervorgebracht. Ja, ein paar gute Memes hervorgebracht. Zum Beispiel der und dann sagt er zum Beispiel, und dann kommt ein neues Beispiel, obwohl er gerade schon zwei Beispiele gezeigt hat. Das finde ich so... Man muss echt dabei bleiben, man muss echt so jede Sekunde appreciaten einfach. Mann, der in seinen letzten Sekunden anfing zu masturbieren. Und der Typ, der von der schmerzhaften Asche verschont wurde und dann von einem fallenden Stein getroffen wurde... Das ist so, du erlebst die Zombie-Apokalypse und alles und kannst dich irgendwie in Haus retten. Dann stolperst du, keine Ahnung, brichst dir das Genick einfach, weil du irgendwie auf den Tischkante knallst oder sowas. In einem sicheren Haus, so ungefähr ist das. Me in a good mood, Twitter, Facts. Ist das dumm, ey. Und was auch überlebt hat, sind die antiken Schriften an den Wänden der Stadt. Hier ein paar Weisheiten von Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben. Am 19. April habe ich Brot gebacken. Weint ihr Mädchen, mein Penis hat euch aufgegeben. Jetzt dringt er in Männerhintern ein. Ich dachte, das war schon, soll so ein bisschen so philosophisch sein einfach. No, 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 no. Lesbanus. Was ist das denn? Du kotest überall hin. Hallo alle zusammen. Ich habe meinen Topf verloren. Wer den findet, kriegt 65 Bronzemünzen. Wir zwei sind... Junge, nein, Alter. ...beste Freunde und waren hier. Unsere Namen sind Gaius und Aulus. Best friends forever. Hat sich echt nicht viel getan. Aber das finde ich so interessant, da hat sich halt echt an der Menschheit nicht viel getan irgendwie so. Wenn du dir heute anguckst, was Leute irgendwo hinsprayen, okay, es sind irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Zeichen und sowas, irgendwelche, weiß nicht, Gangsteins oder so eine Scheiße halt. Aber ansonsten, wenn du dir anguckst, was sonst irgendwo so an Wände geschrieben wird, wenn es jetzt nicht gesprayt ist, wie gesagt, ist ja auch was richtig Dummes. Irgendeine Trollscheiße oder von wegen, yo, wir waren hier. Sondern einfach so Namen oder sowas. Das ist interessant, dass es einfach vor Christus schon der Fall war. Mein Topf verloren. Wer den findet, kriegt 65 Bronze. Oder halt, ja, so wie so ein schwarzes Brett im Prinzip, ne? Von wegen, yo, ich hab meinen Topf verloren, kann ich mir finden, so? Gib Finderlohn und so. Echt wie ein schwarzes Brett im Prinzip und halt ein bisschen rumgetrolle. Bronzemünzen. Wir zwei sind beste Freunde und waren hier. Unsere Namen sind... Aber imagine einfach, du schreibst an die Wand, dass du jetzt schwul bist.
Okay. Gaius und Aulus. Best friends forever. Dazu kommen noch zahlreiche Bilder von riesigen Genitalien, vielen Enten oder hässlichen Gesichtern. Und auch in einer Höhle, in der vor vielen Jahrhunderten mal Wikinger überwinterten, wurden sehr viele Meter weit oben an der Decke Runen gefunden, die einfach nur sagen, diese Runen sind sehr weit oben. Oder... Junge. Ich hätte nicht gedacht, dass Wikinger Humor hatten. Ich dachte, Wikinger waren echt nur zum Kämpfen und, keine Ahnung, plündern und grausam sein und vergewaltigen da. Ich dachte, das ist alles, was Wikinger gemacht haben. Ich wusste nicht, dass sie auch rumgetrollt haben. Diese Runen wurden von mir, Tolfir Kolbornsson, gezeichnet. Und auch in alten Zeitungen wurden die ersten Memes gepostet. Wie du denkst, wie du aussiehst, wenn man ein Foto von dir macht. Wie du wirklich aussiehst. Warte mal, echt jetzt? Ist das echt? Siehst. Gar nicht mal so schlecht. Hä, was? Ist das echt? Denkst, wie du aussiehst, wenn man ein Foto von dir macht. Wie du wirklich aussiehst. Ey, no way, oder? Hä, das ist ja wirklich ein Meme. Das ist ja wirklich ein Meme einfach. Was? Wie krass. Gar nicht mal so schlecht. Und auch Künstler haben ordentlich geshitpostet. Sei es die Komposition von Mozart namens... Ja, leck mich im Arsch, kennt man. Leck mich im Arsch, kennt man, aber... Ich hab das nicht gesehen bis zu dem Punkt, aber das weiß ich einfach. Ich kenne den Song tatsächlich. Also, dass Mozart ein bisschen getrollt hat, weiß man. Leck mich im Arsch. Ich kenne das wirklich, das kennt man. Oder die zahlreichen... Sing mal, ich war kurz davor, nee, ich lasse es. Künstler im Mittelalter, die aus bis heute immer noch unerklärlichen Gründen extrem viele Gemälde malen. Mit Schnecken. Also Schnecken sind auch gruselige Tiere, also nicht gruselig, aber ich glaube, wenn Schnecken ein bisschen größer wären, dann wären sie gruselig. Wenn Schnecken nicht so winzig, lächerlich klein wären, also stell dir mal vor, so eine Schnecke wäre einfach so groß. Oder noch größer einfach so, ja? Dann wären die einfach gruselig irgendwie. Nicht bedrohlich so, weil die halt so langsam sind, aber irgendwie einfach weird und halt, das sind komische Tiere, das sind einfach komische Tiere irgendwie. Alten, in denen Ritter gegen riesige Schnecken kämpften. Ja, bei sowas kommt dann auch immer ein bisschen die Frage auf, so generell auch, das finde ich voll interessant, es gibt voll viele antike, ja, weiß ich nicht, antike irgendwie Zeichnungen oder halt Eingravierungen in Gemälde, einfach alles mögliche von Rittern, die gegen Drachen kämpfen. So, man kennt sie auch, ja, Drache, Mittelalter und sowas, ne? Das Ironische daran, oder das heißt Ironische, das Interessante daran ist halt nur, dass diese ganzen Gemälde und alles überall auf der Welt entstanden sind zur gleichen Zeit. Und von Kulturen, und damals gab es kein Internet oder irgendwas, du konntest nicht mit anderen Leuten kommunizieren, so. Also, dass ein Volk oder eine Region sich das quasi so ausdenkt, dass es Drachen gibt, okay. Aber tatsächlich wurde sehr oft, oder gab es in verschiedensten Gebieten einfach, ja, Gemälde oder irgendwie Sagen von Drachen und sowas, von keine Ahnung, teilweise dreiköpfigen irgendwelchen Viechern, die Feuer spucken können und sowas, wie man sich halt Drachen heute vorstellt. Und es ist halt voll interessant, wie kommt es, dass die Menschen dann alle eine gleiche Vorstellung von hatten, aber es hat Drachen ja nie gegeben so. Ich glaube nicht, dass es Drachen gegeben hat, aber ich finde es voll interessant, dass Menschen wirklich anscheinend auf der ganzen Welt darauf gekommen sind, dass es sowas gegeben hat. Und Drachen sind so ein weit verbreitetes Konzept, einfach jeder weiß, was ein Drache ist so, aber dafür, dass es nie Drachen gegeben hat oder irgendwas Vergleichbares, ist es schon sehr interessant eigentlich, oder? Denen Ritter gegen riesige Schnecken kämpften. Und auch bei sowas, vielleicht ist da irgendwas dran, vielleicht gab es damals wirklich irgendwelche Tiere, die einfach bis heute nie nachgewiesen werden konnten, die halt irgendwie wie riesige Schnecken aussahen. WTF, keine Ahnung. Heiligsblechle! Ein anderes populär. War das Reinhard? Das war Reinhard, ne? Aus Overwatch. Ja, safe, der sagt sogar Heiligsblechle, glaube ich. Ja, safe. Ein anderes populäres Meme vor dem Internet war zum Beispiel, sich auf sehr hohe Flaggenpfosten zu setzen, um anderen Leuten zu zeigen, dass man über ihnen steht. Das Ganze wurde durch die lokalen Zeitungen zum neuen, coolen Trend. Ja, wie kommt man wieder runter? Und somit... Wie kommt man überhaupt hoch? Ging die erste virale Medien-Challenge namens Flagpole Sitting los. This is a wonderful world. Irgendwann ging es dann nicht mehr darum, wer am höchsten sitzen kann, sondern am längsten. Der Rekordhalter war der sogenannte Schiffswrack Kelly mit 49 Tagen, nachdem er lernte, im Stehen zu schlafen. Was? Bei sowas bin ich immer halt so unsicher. Ist das wirklich echt? Ist das wirklich passiert? 49 Tage. Das ist anderthalb Monate. Das sind anderthalb Monate. Und den Regen auszuhalten. Und man kann wirklich sagen, die Leute haben das Ganze auf die Spitze getrieben. Ein weiterer Trend aus dem 20. Jahrhundert war, zwei Züge absichtlich mit voller Wucht gegeneinander krachen zu lassen. Das ist ein Trend, okay. Den Zügen wurden davor lustige Namen gegeben, wie zum Beispiel Old Man Depression. Old Man Depression is starting to watch them come together. There it is. Wow. Wow. Und tausende an Leuten... Ja, guck mal, wenn wir uns heute über sowas aufregen, irgendwie Ressourcenverschwendung und keine Ahnung so, natürlich ist es nochmal viel, viel schlimmer geworden, so allgemein einfach, aber es wirkt manchmal so, als ob das einfach so ein Phänomen der letzten paar Jahrzehnte ist, so. Nee, die haben damals auch einfach Züge gegeneinander crashen lassen, weil es witzig war, so. Übelst dumm einfach, übelst teuer, übelste Ressourcenverschwendung, übelst umweltunfreundlich einfach so.
egal. Es ist so, ach, scheiß drauf, Digga. Lass einfach Züge gegeneinander fahren, ist doch witzig. Schien zu solchen Events. Ah ja, und wo wir gerade bei Zerstörung sind. Kriege wurden damals auch aus den verrücktesten Gründen angefangen. 1325 gab es in Italien eine Streitigkeit zwischen dem Staat Modena und Bologna. Man kann sagen. Ein paar Modena-Soldaten dachten sich, War klar, dass er den Joke machen muss, so. Ich habe auch direkt dran gedacht. Wie fangen wir am besten einen Streit an? Und so klauten ein paar witzige Typen einen Eimer aus dem gegnerischen Dorf. Wir werden so sauer sein. Die Leute aus Bologna wurden ganz schön wütend und schickten daraufhin 32.000 Soldaten los. Und so startete der Eimerkrieg von 1325 mit ganzen 2.000 Toten. Auf einer Insel in Westamerika waren Amerikaner und Briten stationiert. Ein dickes Schwein lief eines Tages über die feindliche Grenze, wurde von der anderen Seite getötet und den Rest könnt ihr euch denken. Der römische Kaiser mit dem Namen Caligula hat sogar mal Krieg gegen Neptun angefangen, den Gott des Meeres. Naja, wie führt man einen Krieg gegen einen nicht realen Gott der Mythologie? Genau, man befiehlt seinen Truppen zum Wasser zu gehen und mit Waffen auf das Meer einzustechen. Hey, meint ihr, es gibt später noch was Leckeres zu essen? Wahrscheinlich wieder Hühnchen. Die Soldaten... Sehr effektiv. Und sollten außerdem Seemuscheln einsammeln als Kriegstrophäen. Und als sie unversehrt zurückkamen, erklärte man den Krieg als gewonnen. Du wirst niemandem mehr wehtun, verfluchtes Gewässer. Die österreichische Armee kehrte einmal zurück zu ihrem Hauptcamp, nachdem sie das naheliegende Gebiet ausgespäht hatten, um eventuell die gegnerische türkische Armee zu lokalisieren. Warum ficken die Schildkröten? Schon etwas betrunken waren und die Nacht auch schon angebrochen war, hielten die zurückkehrenden Soldaten das Alter. Camp für das gegnerische Lager der Türken und schossen einfach drauf los, während sie bis zum Morgengrauen unwissend ihre eigenen Österreicher töteten. Ja, passiert den Besten, Bro, was soll ich sagen? Also, sorry, muss ich jetzt auch nicht. Upsi-dupsi. Zwei Tage später kam dann die türkische Armee an und sah den riesigen hinterbliebenen Leichenhaufen. Alle gestorben durch Eigenbeschuss. WTF, oh mein Gott, waren wir das? Wer würde gewinnen? Österreich? Cäsar wollte mal eine Stadt auf einem Hügel einnehmen und ließ eine riesige Mauer um den Hügel herum bauen, um die Gegner einzusperren und die Stadt zu belagern. Die Gegner waren aber schlau und ließen vorher Briefe aussenden, um Verstärkungen anzufordern. Als Cäsar mitbekam, dass von außen Gegner kommen würden, ließ er schnell eine zweite Mauer um ihn herum bauen und befand sich somit innerhalb einer Mauer, die beide Seiten auf einmal bezwingen konnte. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung. Es gab einen Typen in China namens Tong Xiguan im 19. Jahrhundert, der war dabei seinen Prüfungen verkackte, wirklich sehr groß. Allein das schon wieder, ne? Die Szene kenne ich tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber da ich, wie gesagt, ich habe in der zweiten Hälfte ein bisschen durchgeskippt und die Szene kenne ich gerade. Aber das fand ich so krass, die Szene hier. Das ist wieder so eine Kleinigkeit, auf die ich voll abgehe. Also dieses Meme kennt man ja, ne? Aber natürlich, dass der Hintergrund quasi auch, ja, chinesisch angehaucht und sowas, ne? Aber das Geilste ist einfach, dass diese Münzen hier sind und dass die einfach hochfliegen, wenn er auf den Tisch schlägt. Das ist so wieder so ein Detail. Ey, ihr wisst nicht, wie viel Arbeit sowas ist, ne? In China namens Tong Xiguan im 19. Jahrhundert, der, weil er bei seinen Prüfungen verkackte, wirklich... Auch der Münzensound dazu, natürlich alles geisteskrank. ...sehr große Albträume hatte. Albträume wie zum Beispiel dieser hier. Hallo Sohn, du bist der Bruder von Jesus Christus. Hallo Sohn. Ich find's so lustig, wenn Jules wie immer Gott spricht. Das hat er schon öfter gemacht, ne? Beim EA-Video war das auch schon, dass er irgendwie Gott gesprochen hat. Nein, du bist so blöd, was die Spiele vorbestellt. Und was macht man, wenn man träumt, man sei der Bruder von Jesus? Richtig, man gründet eine neue Religion, macht sich zum Propheten, sucht sich ganz viele Anhänger, die einem folgen, versucht China zu stürzen, weil alle... Aber ganz ehrlich, krasse Social Skills oder krasse guter Redner anscheinend, wenn du es schaffst, Leute davon zu überzeugen, dass du der neue oder dass du der Bruder von Jesus bist und deswegen eine neue Religion gründen solltest. Dann hast du eine gute, ganz gut mit Worten anscheinend. Die nicht glauben, dass du der Bruder von Jesus bist, Dämonen sind... und startet den dritttödlichsten Krieg der Menschheitsgeschichte, bei dem 25 Millionen Leute sterben. Das sind ca. 8 Millionen Menschen mehr als im Ersten Weltkrieg, Bruder. Weil ein Typ träumte, er sei der Bruder von Jesus. Oh Gott, ich werde niemals mehr in einer Prüfung durchfallen. Junge, das kann ich wieder alles nicht jetzt. Wir nähern uns der Endstation. So videotechnisch gesehen quasi in der Neuzeit, nee, oder? Wir haben gerade mal 16 Minuten von 22, Alter, das sind zwei Drittel gerade mal. Was ist das für ein Video? Ohio.
Nein, Ohio. Moderne Version von Orten in der Geschichte, wo irgendetwas nicht so ganz richtig läuft. Laut dem Internet ist Ohio ein Ort, an dem die physikalischen Gesetze nicht so wirklich funktionieren, wie sie es eigentlich tun sollten. Und dabei willst du eigentlich nur schlafen. Doch ein riesiges XXL-Ungeheuer bedroht mal wieder. Ich liebe diese Form von Horror in Anführungsstrichen. Jeder weiß, dass es, also jeder sieht, dass das offensichtlich fake ist. So, das ist nicht mal gut gemacht. So einfach so Horror-creepy Videos auf die Tour. Ne? Und dabei willst du eigentlich nur schlafen. Doch ein. Aber sowas halt. Ich liebe solche Videos einfach von solchen komischen Kreaturen und so eine Scheiße. Riesiges XXL-Ungeheuer bedroht. Oder auch das so, ne? Ich finde sowas irgendwie, das ist jetzt nicht so krass, aber check dir den Vibe. Ich mag sowas voll gerne irgendwie. Auch wenn man halt direkt sieht, dass es halt krass gefaked ist. Oder halt, natürlich ist es gefaked, guess what. Aber irgendwie mag ich so eine Art von Horror, keine Ahnung, von so Videos, die einfach so auf real gemacht sind. Quasi wie so Handy-Videos einfach. Wieder die Bevölkerung. Laut dem Internet werden auch die verschiedensten Fortbewegungsmittel benutzt, um in Ohio zu arbeiten. Oh mein Gott, Digga. Laut dem Internet werden auch die verschiedensten Fortbewegungsmittel. Das kennt man, ich kenne das Video, glaube ich, sogar. Was war das denn für ein Video? Boah, wie heißt denn der Kanal nochmal? Ich kenne den Kanal auf jeden Fall. Ist das Cool 3D World? Ist das Cool 3D World? Das könnte sein. Fortbewegungsmittel benutzt, um in ja, das ist wild, Digga. Ohio zur Arbeit zu kommen. Nicht mal Minecraft spielen kann man in Ohio, denn der Sandtempel läuft einfach vor dir weg. Und jeder in Ohio hat seinen eigenen Mini-Shrek zu Hause. Aber schauen wir doch mal, was die wirkliche Faktenlage zu Ohio ist. Also was auch Fact ist, dass wenn du einmal in Ohio bist, kommst du nie wieder raus. In Ohio gab es 1895. Siren Head, genau, Siren Head ist auch genauso dieses Ding. Ohio ist. In Ohio gab es 1895 gerade mal 2 Autos in der ganzen Stadt. Beide Autos haben es trotzdem irgendwie geschafft, aneinander zu crashen und einen Autounfall zu bauen. Aus Ohio kommen verschiedene Prominente, wie zum Beispiel Albert Stevens, der radioaktivste Mensch, der je gelebt hat. Er machte 1945 bei einem Experiment mit, bei dem Forscher ihm ohne sein Wissen radioaktives Plutonium injizierten. Ganze 20 Jahre hat er überlebt. Es gab einen... Hä, wie kannst du da 20 Jahre überleben, WTF? Aber das kennt man sogar. Das habe ich auch schon mal gehört. Ich glaube tatsächlich sogar, ich glaube im Physikunterricht von dem Fall. Einen berühmten Arzt in Ohio mit dem Namen George Washington Hitler und seinem Sohn Dr. Gay Hitler. Bro, imagine einfach, du heißt Gay Hitler. Es gibt in Ohio sogar eine Straße, die nach ihm benannt worden ist. Was? Natürlich, absolut überhaupt nicht lustig. Der berühmte Gorilla namens Harambe wurde in Ohio erschossen, nachdem ein... Oh stimmt, das war in Ohio, das wusste ich sogar, ja, das war auch in Ohio. ...Kind in sein Gehege kletterte und man aus Panik den Gorilla einfach abknallen ließ. Es hätte mich erwischen müssen und nicht ihn. Das ist nicht fair! Januar 2023 wurde eine Katze auf einem Baum gefunden, die positiv auf Kokain getestet wurde. Ich glaube, darum ging es mir gerade gar nicht. 23 wurde eine Katze. Was ist das für eine Katze bitte? Digga, was ist das für Ohren? Also ist das irgendwie so ein Mix aus Gepard und normaler Hauskatze? Was ist denn das? Katze auf einem Baum gefunden, die positiv auf Kokain getestet wurde. Cat that was high on cocaine. Warum auch immer man eine Katze auf Kokain testet. Ach ja, Ohio. Der Fluss in Ohio ist seit Jahren bekannt dafür, regelmäßig in Flammen aufzugehen. Ja, das war gar nicht so cool. Das ist halt, weil irgendwie, wahrscheinlich wegen einem Ölfilm oder sowas auf dem Wasser, ne? Aber Digga, einfach das Wasser brennt. Bruder, das Wasser brennt. A river on. Es gibt CBD für Katzen. Warum? Boah! Aus Ohio kommt aus der... Junge, der Fluss brennt. Mond in ein Aquarium brennt. In Operation Gay Bomb, ein Forschungsprojekt, bei dem man versuchte, eine Chemiewaffe herzustellen, die in Form einer Bombe alle getroffenen Soldaten mit Hilfe von Gasen extrem horny machen sollte, damit man sie problemlos angreifen kann. Was hat extrem horny denn jetzt mit Gay sein zu tun? In Ohio gibt es außerdem berüchtigte Gebäude, wie zum Beispiel Dumpenstadt. Das Wahlgebäude, bei dem keiner so richtig weiß, was drin ist. Was? Also das sieht echt so aus, oder was? Also von außen. Ja, anscheinend. Das ist mega unruhigend. Irgendwie ist es so, hat ein bisschen Backrooms-Vibe einfach, ganz komisch irgendwie. Drin ist ein riesiger Korb, der innen drin einfach leer steht, oder der größte Stempel der Welt. Ein neueres Event in der Geschichte von Ohio war, als im Februar 2023 ein 3 Kilometer langer Zug mit 150 Güterwagen, in den zu 90% gefährliche Chemie... Leute, seht ihr das? Seht ihr das da? Seht ihr das? Oh! Keilen transportiert worden von den Schienen ab. Ihr seid die Besten. Eilen transportiert worden, von den Schienen abgekommen ist und durch die Explosion eine riesige schwarze Chemiedampfwolke über Ohio entstanden ist.
Das sieht nicht gesund aus, wirklich. These aren't storm clouds. This is a fucking shit! Und ich meine, wer hätte all das ahnen können? Guckt euch nur diese unfassbar sicheren und modernen Schienen an, auf denen die Züge in Ohio fahren. Das ist nicht echt, oder? Also ist das so eine ganz bekannte Stelle, wo kein Zug wirklich drüber fährt? Das ist wirklich so mehr oder weniger der Standard in Ohio. Das kann es ja nicht sein. Also, natürlich nicht der Standard, aber es ist echt so normal. Digga, die sehen aus wie Gummi. Das sieht aus wie Gummi einfach. Dann gibt es noch Florida, der große Bruder von Ohio. Warum das denn, Florida? Nun, abgesehen von den fucking riesigen Alligatoren. Junge Alligatoren, Alter. Das ist so das gruseligste Tier der Welt einfach. Hey man, are you drunk? Oder dem wunderbaren Disneyland, gibt es ein gewisses Phänomen in diesem Bundesland. Dem berüchtigten... Bundesland? Hat er Bundesland gesagt? Florida Man. 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 A man in Florida. Nun, das Ding ist, Florida ist das einzige Bundesland in Amerika, in dem ein Gesetz... Bundesland? ...Gesetz herrscht, das besagt, dass jedes staatliche Dokument offengelegt werden muss. Inklusive Fahndungsfotos, Polizeiberichte und Notrufe. Was? Warum das denn? 911, what's your emergency? I would like to order pizza. Das sorgt dafür, dass sich das ganze Internet mit vollem Enthusiasmus auf diese Schlagzeilen stürzen kann, welche dann unter dem einheitlichen Namen Florida Man in Subreddits, Twitter-Seiten und Webseiten dokumentiert werden können. Natürlich gibt es seit dem Meme auch Fake-Schlagzeilen, wie zum Beispiel Florida Man kidnappt 27 Leute und zwingt sie 36 Stunden lang zum Kniffelspielen oder Florida Man versucht sich selbst einen Hirnschaden zuzufügen, um Skyrim nochmal das erste Mal spielen zu können. Oh ja, da sehe ich mich. Alter, TOTK zum ersten Mal nochmal spielen oder BOTW auch vor allem. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge. Jedoch gibt es auch eine Vielzahl an echten Schlagzeilen. Ein typischer Tag in Florida und Florida Man bricht im Gefängnis ein, um seine Freunde zu besuchen. Hey! Stopp! Florida Man festgenommen, weil er den Notruf gewählt hat, nachdem man seiner Katze den Zutritt zum Stripclub verweigerte. Florida Man wird verhaftet, weil er Karate-Kicks an Schwänen ausprobierte. Florida Man beschmiert seine Hände mit Erdnussbutter und schlägt Nachbarn, der allergisch gegen Erdnüsse ist. Giftschaden plus 40% ist OP. Bitte nerven. Florida Man greift Nachbarn mit einem Samurai-Schwert an. Florida Man raubt Supermarkt aus, indem er den Kassierer mit Fingerpistolen bedroht. Florida Man versucht, eine Bank auszurauben, nachdem er einen Zauberer $500 zahlte, damit er ihn unsichtbar macht. Ups. Oder die Zeit, als Florida von einem kommenden Hurricane bedroht wurde. Die erste Idee war, überall Ventilatoren aufzustellen, die gegen den Hurricane blasen, damit er eventuell wieder umdreht und auf Afrika zurast. What the fuck? Ich hasse Florida. Doch. Falls man merkte, dass Ventilatoren nicht wirklich helfen können, kamen über 50.000 Leute aus Florida auf die grandiose Idee, sich zu versammeln, um gemeinsam auf den Hurricane zu schießen. Ja, das ist das Amerikanischste, was ich jemals gehört habe. Jedenfalls war das der Plan der Facebook-Gruppe. Die Idee machte relativ schnell Schlagzeilen und überall machten sich Leute bereit, den Hurricane gemeinsam in die Flucht zu schießen. Der Sheriff von Florida warnte die Leute daraufhin dann in einem Twitter-Post, dass man den Hurricane nicht zum Umdrehen bringen würde und die Patronen durch die Zirkulationsbewegung vom Sturm mit voller Geschwindigkeit wieder auf die Erde fliegen würden. Das ist genau das, was ein Hurricane jetzt sagen würde. Ey, ich liebe Reddit für sowas, ne? Hä, vor 6 Jahren? Ach, so lange her sogar. Junge, ich liebe Reddit für sowas. Ja, das ist jetzt, das geht auch bis heute mit Mark Zuckerberg, weil er immer gesagt wird, dass das ein Echsenmensch ist, ne? Und immer, wenn er darauf angesprochen wird, von wegen, bist du eigentlich ein Echsenmensch? Er war so, nein, ich bin ein Mensch und alles. Und dann immer so, ja, das ist das, was ein Echsenmensch sagen würde. Ey, es ist zu wild. Außerdem gab es Banger-Nachfolgergruppen, wie zum Beispiel vernichtet Hurricane Irma mit ganz vielen Flammenwerfern. Macht all eure Lichter aus, damit Hurricane Irma denkt, wir wären nicht zu Hause. Okay, dann komme ich wann anders wieder. Und schlussendlich erreichte man mit den Facebook-Gruppen genau das, was man wollte. Und zwar das Thema groß zu machen, damit Leute für den Hurricane Vorkehrungen treffen konnten. Ah ja, und es ist kein einziger Mensch erschienen, um auf den Hurricane zu schießen. Und doch jeden Tag geht die Saga weiter von der größten Reality-TV-Show der Welt, dem berüchtigten Florida Man. Hab ich noch nie von gehört, ehrlich gesagt, vom Dings, vom Florida Man. Da. Aua, oh mein Gott. Digga, wie kann man so dumm sein? Wie kann man so dumm sein?
Junge, ist ein geisteskrankes Video. Ist es zu viel gesagt, dass das dein bestes Video ist? Ich glaube nicht, oder? Big Props wieder an der Stelle.